Hallo, liebe Zuschauer, Wienand und ich, wir sind ja hier noch immer auf Ko Chang und jetzt haben wir vor, zu einem Wasserfall zu gehen. What's the name von der Waterfall? Sadika, everybody. Right now we in Ko Chang, at Ko Chang. Today we visiting the waterfall named Than Mayum. It's one of the waterfall here in Ko Chang. Than Mayum waterfall is die Ostküste ist das hier. Ich mache jetzt auch, ja, I make a map in, that is easy. Yeah. Und dann könnt ihr das auch finden. Ich werde auch unter dem Film einen Link bringen. What you pay for me? 200 baht. Yeah, for foreigner is in national park, so for foreigner is 200 baht. For Thai is 40 baht. And you also can go to the another waterfall. Ja, also mit dem 200. The whole day. Sorry. Mit dieser Eintrittskarte, sage ich mal, für die Parks kann man überall in den Parks mit reingehen. Also einmal 200 baht. Für die Drohnenpiloten, also da steht, also Drohnenfliegen verboten, es sei denn, du hast eine Registrierung von CAAT, hast du denn dabei, wurde mir gerade gesagt, da muss ich also noch da oben nochmal vorzeigen und dann darf man angeblich auch fliegen. So, 300 Meter stehen jetzt vor uns, meistens ist es ja mehr. 300 Meter walking easy, okay? Easy, ja. Easy. Wir haben ja auch den Tempelberg bestiegen, das sollte kein Problem sein. Ich lasse die Wienand mal vorlaufen. Ah, hier sind die ganzen Verbotsschilder. Mit dem Hund, nicht laut sein. Ach ja, so viele Dinge. Und keine Tiere füttern, ganz wichtig. Hier unten ist der Bachlauf von dem Wasserfall. Wir haben aber schon von Zuschauern, die uns hier erkannt haben, gehört, ist also wenig Wasser, was da runterkommt. Ja, die Regenzeit ist ja schon einige Monate vorbei. Im Gegensatz zu Samui, wo noch schätzungsweise bis Ende des Monats noch Regenzeit ist. Was mir sofort wieder hier auffällt, diese Ruhe. Ah, hier was zum Lernen. Das ist mit dem Wasserfall hier. Hier unten ist es auch in Englisch. So könnt ihr euch durchlesen. Ich habe ja keine Probleme. Meine Kondition habe ich ja schon unter Beweis gestellt beim Tempel oben im Isan. 622 Treppen waren das. So, jetzt schwenken wir mal rüber. Wenn das hier der Auslass ist vom Wasserfall, dann kann man sich ja vorstellen, wie viel da nur runterkommt. Aber sieht toll aus. Und wenn Regenzeit ist, kann man sich vorstellen, sieht das hier toll aus. Da oben haben wir schon die erste Bude. I think we can walk near the way, huh? Da steht der Wasserfall. Yeah. Da steht Wasserfall, Schatzi. Same place, Schatzi. Aber hier muss man an dem Shop vorbei. Da kann man ein leckeres Bier kaufen, Eis. Ne, da hinten ist der Trampelpfad. Sabadikap, wir kommen später. Da steht es, Wasserfall. Super Vegetation, Dschungel pur. Heute haben wir auch wieder einen Haufen Affen gesehen auf der Hauptstraße. Das war schon so eine kleine Blockade, muss ich sagen. Aber ich habe da höchsten Respekt, wenn die nämlich die Zähne zeigen. Für uns Menschen sind die ja unberechenbar. Und wenn die dann mit so einer Horde ankommen, also ich gehe denen aus dem Weg.
Aber ich glaube auch hier, genauso wie in dem anderen, an dem anderen Wasserfall, hat man Probleme, die Drohne zu starten, weil das so ein Canyon ist und dann bekommt die Drohne zu wenig Satelliten für die Navigation und die Position. Eine Drohne braucht so um die 8 Satelliten, GPS-Satelliten, damit sie ihre Position genau erkennen kann. Und wenn die nicht gegeben werden, dann kann man die Drohne, jedenfalls meine, nur 30 Meter hoch starten und man ist dann komplett eingeschränkt in der Bewegung von ihr. Ah, von hier aus sehe ich schon den Wasserfall. Seht ihr da hinten? Also nicht verloren, 300 Meter. Das waren mal korrekte Angaben. Auch hier festes Schuhwerk anziehen, Turnschuhe oder sowas. Und nicht mit dem Badelatschen rumlaufen, so wie ich das letztes Mal gemacht habe. Das ist gefährlich. So, und was haben wir hier? Hier wird was über die Rocks, über die Felsen erklärt, die hier drin sind. Könnt ihr ja mal selber durchlesen. Wir gehen auf jeden Fall weiter. Ja, glatt soll es hier sein. Vor allen Dingen, wenn es geregnet hat. Hallo. Hallo. Von hier oben sieht das super aus. Wasser plätschert, kristallklares Wasser. Ich kann mir vorstellen, wenn Regenzeit ist, ich kenne das ja von Samui, dann sieht das hier toll aus. Kommt euch das bekannt vor? Liebe, wir werden verfolgt von Steinhaufen. Ja, Türmchen. Oh je, so. Das war ja in der Höhle, die verlinke ich mal hier. Da waren ja Hunderte davon. Das sah so aus, als ob man aufgeräumt hätte. Ja, Schatzi, toll. Ich habe früher mit Lego gespielt. Okay, reicht. Also diesen Wasserfall kann man ja locker erreichen. Jetzt bin ich nur mal gespannt, ob da auch ein Ranger sitzt, was der gesagt hat. Oh, hier ist ein Seil. Das ist wahrscheinlich, wenn es so richtig zur Sache geht hier mit dem Wasserfall, dass die Leute sich da lang hangeln können. Da ist nämlich ein Weg, seht ihr den? Da unten ist ein Weg und dann kann man von da hinten an dem Seil sich festhalten und dann kommt man so auf die andere Seite. Die Wiener sagt gerade schon, wir müssen auch schon darüber, weil hier sieht das sehr schlecht aus. Alles glatt, also müssen wir den Weg gehen. Ja, und da muss man sich hier oben fest, da muss man sich hier oben festhalten und dann geht man durchs Wasser. Aber heute, das ist das Wasser vom Wasserfall. Super klares Wasser, da sind auch Fische zu sehen. Wir sind fast alleine da oben, es sind Pärchen und keiner zu sehen. Da oben ist eine Bude, hinterm Schild. Da werde ich jetzt meine Drohne mal fertig machen. Ja, wir haben gerade die Starterlaubnis bekommen vom Ranger und jetzt werden wir uns mal den Wasserfall ein bisschen näher ansehen, vor allen Dingen von oben natürlich. Jetzt ist das Plätschern schon lauter als die Drohne. Oh, da oben sieht man eine große Badewanne. Super. Was natürlich interessant ist für jeden Drohnenpiloten, das zu sehen, was die anderen nicht sehen können. Was hinter dem Wasserfall ist, wo das Wasser herkommt.
Die Wienert geht jetzt ins Wasser. It's cold. It's cold. Yeah, it's very nice. Yeah? Yeah. Ich bin zu faul, die Schuhe auszuziehen und die Socken. Man kann an dem Felsen gut erkennen, dass der abgescheuert ist. Also hier muss es mal so richtig runtergekommen sein. Auch hier sieht man im oberen Bereich, dass die Felsformation ja, glatt ist. Ja, sie kann es nicht sein lassen. Hey, du Badenixe. Also, wenn er nachher kommt, Badehose mitbringen, habe ich natürlich jetzt nicht dabei, weil ich Erfahrung hatte beim letzten Wasserfall, dass das Wasser richtig kalt ist. Und ich bin ja ein Warmduscher. Das ist nichts für mich. Jetzt will ich noch mal nach da oben gehen. Das sieht so aus wie Felsmalereien. Da ist ein ganz mutiger. Und hier ist es richtig tief. Wir hangeln uns jetzt mal da hoch. Ihr könnt dabei sein. Ich höre gerade, es sind russische Landsleute. Es sind relativ viele russisch sprechende, aber die müssen nicht alle aus Russland sein. Haben wir jetzt schon mitbekommen. So, da sind wir. Nee, das ist keine Felsmalerei. Da ist irgendetwas wahrscheinlich buddhistisches eingeritzt worden. Ja, mein Scherz, sie hat ein Bikini an. Sagt sie. Kalt. Da ist der Wasserfall. Und hier ist es ja eine richtig große Badewanne. Ja, ist bestimmt ausgehöhlt worden durch Steine, die da drin lagen. Wenn das Wasser denn die Steine rollt, dann ist das wie ein Mahlwerk und dann entstehen solche Löcher. Alle Achtung vor meiner Frau. Mich kriegt da keiner rein. Ich habe mal da eben Finger reingehalten. Brauchen wir nicht. Hab heute Morgen schon geduscht. Der gute Mann da unten. Ja, ich sehe da, das ist über 2 Meter tief. Hab ich eine agile Frau. Good darling. How was it in the water? The water is really freezing. Freezing? Oh, habt ihr gehört? Freezing. But when you walk, you hot. Now you jump into the water, it's very good. You feeling good now? Yes. Okay. Ja, mit diesen Eindrücken wollen wir uns verabschieden. Das ist einer der Wasserfälle, die wir hier besucht haben und besuchen werden. Mal gucken, wir haben ja noch einige Tage hier. Ich bin überrascht, da hinten mit dem Wasserfall kommt ja einiges runter. Und das versickert dann hier ringsrum. Und dann hat man eben halt nur so kleine Übergänge, wo man meint, das ist alles, was am Wasserfall runterkommt. Ist aber nicht. So. We say goodbye. Okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. See you next time. Bye.